du hier schon wieder angestellt? Die hat doch noch Aua. Hä? Die hat noch Aua, weil die zu viel unterwegs ist, weißt du? Schwierig. Ich hab einfach Aua. Die kann die Füße nicht stillhalten. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Oi. Hi. Darf ich rein? Ja. Du siehst, was kaputt ist? Ja. Aha. Du blöde Kuh. Warum? Ja, weil. Wieso bin ich blöde Kuh? Weißt genau warum. Weil ich. Weil du vielleicht gerade gesagt hast, ich kann dir nicht erzählen, warum ich Schmerzen habe und so. Also wird das, was du mir erzählt hast, auch nicht so sein, wie du es mir gesagt hast. Ich lüge dich doch nicht an. Wie kommst du Niemals. darauf? Nein, Hanna. Ich lüge dich doch nicht an. Ich bin ein Engel. Ich muss dir auch noch Dinge erzählen. Also ist das Musst nicht? du? Dir auch noch Dinge erzählen. Und es ist halt sinnvoll, wenn wir einfach ehrlich zueinander sind. So. Ja. Weil dann kann man sich gegenseitig helfen. Egal, was man macht. Düpp, düpp, düpp. Das kleine Auto braucht ein paar Streicheleinheiten. Sind immer noch so viele Schmerzens. Ist nicht gut. Ich weiß. Dass so rote Menschen rumlaufen, hast du schon gesehen, oder? Was? Dass hier rote Menschen durch die Gegend rennen, hast du schon mitbekommen, oder? Nein. Okay. Da draußen auf dem reparierten Parkplatz steht auf jeden Fall der Beweis davon. Da steht ein Washington und der ist rot und das Kennzeichen, auf dem Kennzeichen steht platt, also eindeutiger kann es halt nicht sein. Okay. Und im Kofferraum sind so ganz viele Reste von Hammfeld-Geschichten drin. Faszinierend. Tja, den habe ich nämlich vorhin abgeschleppt. Deswegen, das sind halt die, ne? Grundsätzlich ist ja egal, kann jeder da was machen und so, aber ich denke mir halt, dass die halt auch, ne? Gerade so eine Gang, die sind ja dann gewaltsam und wollen ihr Zeug verteidigen und so, ne? Du weißt, was ich meine? Das ist schwierig. Ja.
Weil halt und so, ne? Gefährlich. Ja. Oder auch nicht gefährlich, wenn man sich selber verteidigen kann. Ja. Ja, durchaus so. Durchaus. Das ist gut. Wer sich selbst verteidigen kann, ist klar im Vorteil. Hanna ist stark. Bestimmt. Bestimmt. Ja, ich traue es zumindest auf jeden Fall, bist du flink. Das ist der große Vorteil. Du bist schnell und sportlich. Also ich muss humpeln. Ja, das ist schlecht, aber ich meinte, grundsätzlich bist du wahrscheinlich schneller im Laufen als ich. Du hast dir wahrscheinlich schneller ins Gesicht geschlagen, als ich gucken kann. Ich habe auch schon Hanföl gepresst oder halt mal ein bisschen was angebaut, um mir selber Joints zu machen, so, aber ja. Da muss man halt dann aufpassen mit den komischen Menschen. Ja. Oder sich wehren. Du kannst mich auch immer anrufen, wenn irgendwas ist. Mir ist auch scheißegal, wo ich dich abhole. Okay? Okay. Ich mag zum Beispiel die Polizisten auch nicht. Außer den Herrn Mentos, aber denen ist auch so dieses freundschaftliche Verhältnis zum Vorteil halt. Weil er plappert auch gerne. Das ist auch gut. Hanna, 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 Hanna. Was in der Welt? Gesagt, bestes Kennzeichen der Welt aufschreiben. Schleim. Nein, aber meins ist auch schön. Was ist denn deins? Ich habe da Red Kiss drauf geschrieben auf meinen hier, auf mein Tulip. Paul. Eigentlich wollte ich sowas wie Joy, irgendwas Japanisches, aber mir ist nichts, ja, es hat war einfach nichts Sakura. zusammengepasst. Das wäre eine Idee gewesen, ja. Das wird mein nächstes Kennzeichen. Ah ja. Hatte meine Schwester aber schon. Also nicht hier, aber woanders. Und deswegen wollte ich ihr nicht nachmachen. So. Sakura. Die hatte mal eine ganze Zeit lang auf allen ihren Karren japanische Sachen drauf, ja. Ja. Hier gibt's es, hat sie es nicht. Hier hat sie nur Nummern. Langweilig. Und fertig eingetragen. Was? Fertig eingetragen. Ja. Wenn wir nämlich rausstehen. Wie machen Sie das? Du bist eh schneller als ich. Hey. Sunny. Markus. Ja, genau, irgendwie muss ich das immer so sagen. Ich muss an dieses eine Lied denken, Ja, ne? Ich das nenne toll dich war. Sunny. Genau, auf jeden Fall. Ja. Weiter kann ich aber auch nicht aus. Sunny. Mit
fällt jedes Mal ein, wenn ich ihren Namen an sie denke. Also ich denke ja nicht oft an sie, aber wenn ich ihren Namen höre. Ach, du denkst nicht oft an mich. Ja, heute Oh. vorhin, als ich dir vorhin geschrieben habe, so was geht eigentlich bei einer Sunny, weil ich dich ja schon ein paar Tage nicht mehr gesehen habe. Ja, das stimmt. Deswegen, dann habe ich dir geschrieben. Dann habe ich erstaunt, dass du direkt geantwortet hast. Dann habe ich gesehen, dass du hier arbeitest und dass du scheinbar kein Taxi mehr fährst und ja. Ja, genau, ich bin jetzt Azubi. Ja, habe ich gesehen. Dann habe ich Also, wenn du gesehen. mal einen Kaffee brauchst, weißt du Bescheid, ich hol dir dann einen. Ah ja. Wir teilen uns den Rechner, hast du es gesehen? Ja, Hast du ich noch hab nicht gesehen, gesehen? wir Ja, teilen wir uns einen teilen uns den Rechner, sehr cool. Rechner. Ja. Da habe ich endlich jemanden, der immer die Sachen wieder rauslöscht, wenn er fertig ist. Ich Gut. bin raus. Weißt du, bist raus? Ich habe keine Ahnung, von was ihr spricht. Von diesen hier unseren Rechner, wo wir berechnen, wie viel die Reparatur kostet, weißt du? Und dann haben wir da so eine App und da arbeiten wir mit und dann, ja. Und dann teile ich uns halt nicht mehr so ein Dingsbumse, wo wir halt die Kunden und so eintragen, weißt Faszinierend. du? Ja, genau. Hen Ben, die Stammkundin. Ha! Nicht Spaß. Komm, ey, du kommst wenigstens nur mit Kleinigkeiten. Bestens. Ah, du willst, dass ich einen größeren Unfall baue? Nein! Ich Glaub dir denke, nicht, das nicht kriege ich unter dem vielleicht irgendwann Kopf. mal noch hin. Hör auf damit. Ich möchte nicht, dass dir was passiert. Ich kenne meine Fahrkunst. Ist eigentlich ein Glück, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Aber du bist wichtig. Na. Oder Sunny, bin ich wichtig? Nee, oder? Gibt es jemanden, der dich sehr mag? Durchaus wahrscheinlich. Auf jeden Fall deine Prinzessin. Ja, meine Prinzessin. Ja, vielleicht auch der Markus. Wirklich? Ja, hat vielleicht noch nicht so oft angedeutet. Nein, niemals. Nein, überhaupt nie. Niemals. Niemals. Nö, nie machen. Warte, lass mich zählen. Eins. Zwei. Gestern habe ich zum Beispiel auch zu dir gesagt, dass du positiv komisch bist. Das ist auch was Gutes. Das ist Sunny ist zum Beispiel, faszinierend. Sunny ist zum Beispiel positiv durchgeknallt. Ja, schon. Das ist auch was Positives, weil es positiv durchgeknallt. Das macht keinen Sinn. Und du bist positiv verrückt. Das ist eigentlich dasselbe wie durchgeknallt, aber Ich halt hole mir ein mal bisschen fix anders. Kaffee. Noch einer? Machen Sie das? Boah, so einen Kaffee sage ich nicht, nein, gerne. Super. Keinen Sinn, dass ich dich leiden kann? Oder was genau? Ich habe sogar vorgestern, war das vorgestern, wo ich zu dir am Telefon gesagt habe, dass ich dich lieb habe? Ich glaube ja. Du hast dann gesagt, ich dich oder ich mich, und dann hast du aufgelegt. Also ich konnte nicht genau verstehen, was du gesagt hast. Ist ganz Oder okay. vielleicht war es wichtig, dass du es, ja. Vielleicht war das für dich wichtig, dass ich das nicht höre. So, wo ist der Versicherungsmensch? Was? Ich frage mich, wo Henry ist. Achso, was ist mit ihm? Ich rufe ihn gleich mal an. Wofür brauchst du den? Zum Schnacken. Aber der ist Ein nicht da. wunderschön. Wie lange brauchst du noch? Eigentlich, meine Taschen sind voll. Der Finn braucht noch ein paar Trauben. Wieso? Weil bis wir da sind, kann ich schon wieder losfahren. Wieso? Weil mein Auto geblickt wird. Die Frage ist, wo willst du denn hin? Oder? Keine Ahnung. Ich Du, habe keine ich hab Hobbys. keine Ahnung. Du hast keine Hobbys. Du könntest Wie natürlich, gesagt, also wenn du Zeit hast, Lust Chanda hast, kommst du scheinbar. hoch zu den Weinbergen. Nicht vorstellen. Die ist doch kriminell. Die hat Dann kann bestimmt man Hobbys. da ein kleines Schwätzchen halten. Oder du wartest. Henry, bist mal Oder... ganz kurz ruhig. Was hast du gesagt, Markus? Was denn? Was hast du gesagt? Dass du ein Gangster bist. Das ist eine Lüge. Ja,
Es ist halt eine Lüge. Okay, kannst weiter schwatzen. Ja, ich will dich nicht abhalten, um Gottes Wille. Also. Ich weiß nicht, ob es so gut kommt, wenn ich Trauben mitmache, aber ich kann es ja mal versuchen. Ich muss mir Ja, einfach nur. du musst keine Trauben mitmachen, Schwätzchen halten oder sonstiges. Oder du wartest kurz, bis wir kommen. Du hast ja einen Markus noch unten bei dir, ne? Ja. Du hörst dich manchmal echt traurig an, als wäre irgendwas los, weißt du das? Okay. Ja, so manchmal schon. Faszinierend. Willst du hochkommen oder Ich wartest du? bleibe noch kurz hier unten. Ich rufe an, wenn ich hochfahre. Genau, ruf mal an, bevor du hochfährst, dann sage ich dir, wie weit wir sind und ob wir dann zu dir kommen, ja? Ist gut. Dann bis Alles dann. klar, bis Tschüss. gleich, ciao. Die Autos drin, was kann denn da gemacht werden? Markus? Ah, ja, beim Sandgegen müssen wir gucken. Die müssen wir die Reifen komplett tauschen, die Ah, Richter okay. tauschen. Dann müssen wir dann ein bisschen was aufschreiben. Okay. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob das schon versichert ist, das Auto oder nicht. Also ich muss also diesen Henry oder Mark anrufen. Ist da? Ah, okay. Ja, schon Henry ist ist da. da. Henry ist da. Weil das wollte, Finn wollte das klären. Da hat er seine anderen Autos alle versichert. Auf jeden Fall können wir es reparieren, das ist klar. Irgendeiner bezahlt es, entweder Finn oder die Versicherung. Okay. Der Dominator ist fertig, da muss nur noch hier so ein bisschen Dein Auto nachladen. ist dreckig wie Sau. Dein Auto? Welches? Wessen Auto? Dein Auto ist dreckig wie Sau. Heute Abend ein Date. Ah, das ist doch geile Werbung, oder? Das ist geile Werbung geworden. Komm Ja, schon. also ja. Habt ihr es gelesen? Komm. Ich hab's noch nicht gesehen, nein, nein, noch nicht. Nein. Achtung, ich habe drüber geschrieben. Ich lese das nochmal Achtung, vor. ich Sekunde. gucke. Auto dreckig wie Sau. Heute Abend ein Date und du willst beeindrucken? Dann gönn dir unseren Car Wash Service und mach dir die Schnecke klar. Komm schon, Alter. Wenn das Wow. nicht reinknallt. Ist gut, ja. Wie geil. Eigentlich hätte es ein Dollarzeichen sein müssen. Sieht fast aus wie ein Dollarzeichen. Ja, das wäre es gewesen, ja. Achso, ja. Die macht Putzi Putzi, ja. Aber das Problem ist, wenn dann jeder Sunny will. Stell dir vor, ich fahre dahin und die sagen dann, geh weg, ey. Das ist so lustig, Alter. Ich nehme aber den Das Car wird Wash zu Service, gut. dann kommt halt irgendeiner. Ey, Markus, nimm mal Und dein also jetzt 100, kommt nimm mal dann. das 100, nimm mal das 100 weg. Okay. Ach so, super, hast du jetzt geschrieben. Super. Sag ich dann so, ich kann auch oben ohne putzen. Achso. So. Hat er geklopft? Das, ja. Aber bestimmt vorne an der Tür. Bestimmt der Raoul. Raoul, so, hallo, ist mein Auto fertig? Nein, ich kann nicht so reden wie der Inder. Ich kann nur der Inder. Ja, aber denk dran, ne, wenn der hier reinkommt, dann kommt Kommt. erstmal Musik, ne? Wir könnten doch mal tanzen. Ihr habt vorhin ohne uns getanzt, Jungs. Echt Frechheit. Also ich sag dir so, wie es ist, wenn der Rahul kommt, ne? Das ist so gemein, Bei ey. Ranjit und bei Raoul braucht man das. Vor allem, ich habe den vorhin in meinem Werkstattwagen mit runtergenommen von Crazy, weißt du, wieder hierher. Und dann hätte ich die ganze Zeit diese Melodie laufen lassen müssen eigentlich. Ah. Ich meine, das müsst ihr klären, ne? Also dann nehmen wir sie halt wieder raus, Miguel. Ja, bleibt da. Kann ja auch einer von den Jungs das Auto putzen, wenn es darum geht. Keine Ahnung.
Ja, die Werbung bleibt da, ist mir schon egal. Hab ich so beschlossen. Er hat was geschlossen. Das sage ich dir so, wie es ist. Das habe ich jetzt beschlossen, dass das so bleibt. So, beschlossen. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Na, warst du heute schon im MD? Oder gehst du da heute noch hin? Nö, muss erst morgen. Achso, ja. Solange du keine Schmerzen hast. Aber es sieht halt so aus. Hast du wenigstens noch Schmerzmittel? Ja, ich könnte wirklich mal hinfahren. Nicht so viel auf den Beinen rumtouren. Sind die überhaupt da, die Medik? Siehst du wirklich nicht aus, oder? Wow. Ja, ich meine ihren Glück Zustand. Bist du eine Frau. Ja. Hey. Durch Hannah, so gut siehst du jetzt auch nicht aus. Wirklich, Hannah. Stimmt, ja. Stimmt, ich bin ja nur eine 3 von 10. Ich hab dir recht, boah, ja. Kann auch gehen. Mann, Alter. Stimmt, das hat irgendjemand gesagt, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr wer, aber du hattest es mir erzählt. Also zuerst war ich eine 4 von 10 und jetzt bin ich eine 3 von 10. Wow. Ich sehe da schon eine 9 von 10. Bewertet ihr Männer uns in solch einer Art und Weise? Nee, aber wenn... Nein, also das würden wir nie tun. Ich glaube, ihr lügt. Ja, dann haut mal raus. Ja, da zählt ja alles mit rein, nicht nur Optik, ne? Also. Ja, dann haut mal raus. Ja. Wie war das? Die inneren Werte sind sehr wichtig. Jetzt kommen die mir so, ey. Ich. Ja, natürlich kommen wir dir jetzt so. Das ist das, was die Frau jetzt hören will, aber eigentlich doch wieder nicht hören will. Das ist halt immer das Schwierige. Frauen kann man eh nicht verstehen. Warum sagt ihr immer, deswegen, dass man uns Frauen nicht verstehen kann? Weil ihr Frauen uns Männer nicht verstehen könnt. Genau. Ihr seid genauso kompliziert, aber ihr schiebt immer uns die Schuld in die Schuhe. Wie war das? Ein Auto braucht mehr Liebe als eine Frau. Man darf ein Auto nicht werden wie eine Frau. Das braucht mehr Liebe. Ich glaube, ich gehe. Oh, wow. Aber soll ich euch jetzt tatsächlich bewerten oder so? Nein, aber nein. Ihr habt ja damit angefangen. Oder so sagen, wie ich euch einschätze. So. Nein, wir haben nicht damit angefangen. Gut. Ihr habt damit angefangen. Nein, Hannah hat damit angefangen. Hannah hat gesagt, okay, Hannah hat damit angefangen. Weil irgendjemand zu ihr so eine Rotze gesagt hat. So, Mensch, ja, aber wer denn, Hannah? Hätte ich direkt eine geklatscht, ey. 3 von 10 oder was? It's gonna be crazy. Ach, crazy war das. Ja, ich bin nur eine 3 von 10. Und Amelia ist eine 11 von 10. Aha. So ein Ding ist das. Und jetzt wird auf mich gezeigt. Warum? Warum zeigst du auf mich? Also Jungs, ich würde mich jetzt nochmal hinhauen. Wenn es okay ist, weil es ist jetzt auch nicht so viel zu tun. Tschüss, Sunny. Ist doch deine Entscheidung. Ja, ich will da nur Bescheid sagen. Oh. Anstatt, dass ich mich jetzt verpisse und schlafi mache und ihr euch denkt, hey, wo ist denn Sunny hin? Ich muss einfach nur Bescheid sagen, ich gehe jetzt pennen und alles gut. Gut, ich gehe jetzt pennen. Ciao. Jo. Ciao. Jo, aus rein. Warum sagen Sie nichts? Was soll ich denn sagen? Diese Antwort mag ich nicht. Tja, passiert halt. Was soll ich sagen? Das ist noch besser, dieses passiert.
Aber die Medics sind, glaube ich, nicht da. Du bist ein schwieriger Mensch. Aber das ist wahrscheinlich das Besondere an dir. Ich bin eine 3 von 10, also ja. Ach so, ja dann. Hallo, die Mia Mia ist da. Entschuldigung, dass ich angerufen habe, ich wollte nur sehen, ob jemand da ist. Weil jemand zur Kontrolle kommen muss zu dir. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank, Mia. Ciao. Mia oder Miu? Die haben Mia gesagt, aber ich glaube, das war Miu. Also, wie war ihre Stimme? Die Dame mit den lilanen Haaren. Okay, das ist Miu. Ja, genau. Wie die letztes Auto da war, wo wir die Autos da repariert haben. Ja, dann genau. Gehe ich mal ins MD. Willst du mitkommen? Kann ich tun, wahrscheinlich, ja. Und wenn was, ja. Dann let's go. Wenn ein Miguel mich braucht, ruft ein Miguel im Funk durch. Richtig, du hast die Leitstelle, ne? Gut. Habe ich sie dir nicht gegeben? Habe ich sie noch? Ich glaube, du hast sie. Warte, ich ruf mal die Leitstelle von euch an. Ja, weil du warst zuletzt am Telefon. OCLS. Ach, der hat sie mir wieder gegeben. Okay, es klingelt bei mir. Okay, dann, ja gut, dann sage ich dir Bescheid. Oder soll ich sie dir geben? So. Das ist egal, kannst du auch mitnehmen. Dann nehme ich sie mit. Alles klar. Dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. Bist du mit deinem Auto fahren? Ja. Ich fahr vor. Ja, genau. Fein, schick, ja. Ich hab da eh so einen Schaumstoff hingestellt. Was? Was? Oh, Schaumstoff. Ich hab da mit Schaumstoff hingestellt, damit dein Auto kein Kratzerchen kriegt. Ach so. Ja, was denkst du denn? Viel, wenn der Tag lang ist. Mhm, ja. Zu viel. Vor allen Dingen auch nachts, das ist das Problem. Wow. Dieses Kopf kaputt machen und so. Nachdenken und so. Grübeln. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Einfach nicht weit drauf eingehen. Naja. Achtung. Das war ein Finn, oder? Ich ruf kurz durch. Hm. Hallo, wunderschön, na. Seid ihr vielleicht mit einem weißen... Ja, wir haben dich sofort erkannt gerade. Ich muss ganz kurz ins MD, ich komme gleich wieder. Alles gut, nur eine hübsche Dame verdient das Auto, von daher wussten wir sofort, dass du es bist. Haha, und ich hab mir gedacht, dass ihr das in dem weißen Body seid. Oder es ist ein Body. Ja, dann fahr du zum MD, vom Finn liebe Grüße und du sollst dich aufs Fahren konzentrieren. Ich fahre nicht gerade, Hust. Achso, gut. Ich fahre nicht zu schnell durch die Stadt. Nicht zu schnell, okay. Kommst du dann zum ACLS? Natürlich. Perfekt, dann sehen wir uns gleich. Mhm. Ah, ich freue mich. See. Und wie. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. Dann, ciao. Ciao. Du, danke. Tschüss. Ja, er hat aufgelegt. Wow.
Hä? Okay. Miu. Hola. Miu. Ja. Dürfte ich vielleicht noch mal ein Ibu haben? Du hier schon wieder angestellt. Die hat einfach noch Aua. Hä? Die hat noch Aua, weil die zu viel unterwegs ist, weißt du? Schwierig. Ich hab einfach Aua. Die kann die Füße nicht stillhalten. Aua von letzten Mal Aua noch. Ja, lass mich kurz mein Bad. Zentenakte rausholen. Du. Sie hat doch gesagt, du sollst deinen Arm ruhig halten. Das ja. Ist... Ich kann dir auch ganzen Arm eingipsen, wenn du das. Nein, ist. Ich brauch meinen Arm. Nein. Gips durch äußerliche Anwendung beschädigt. Nach Untersuchungen 2, Sie hat mit dem Gips Bilder aufgehängt, weißt du? Sie hat den Gips auch mal als Hammer benutzt, so tuk-tuk und dann. Ja, ja. Deswegen, wenn du so du wie weißt, du weißt, wie, du Mio weiß, warum der schädigen. Gips kaputt ist. Ja, weil du Auto gefahren bist? Nein. Ja, jemand in dein Auto gefahren ist. Weil jemand in mein Auto reingefahren ist. Genau. Sag ich doch. Ja, ja, aber, aber es klang gerade zu gut. Ich mir das Benutzung beschädigt. So, dachte ich mir gerade, wie du für Gips Bilder aufhängst. Und ich halt noch mehrmals auf die Schnauze gefallen bin. Ja, wegen den Bananenschalen. Tut mir leid. Was? Wegen welchen Bananenschalen? Ich denke, wir haben eine Müllabfuhr. Ausgerutscht. Ja, gibt trotzdem Leute, die das auf den Boden schmeißen. Wow. Vielleicht ist sie auch im Öl ausgerutscht, als sie mich besucht hat. Das kann auch sein. Autoöl. Motorenöl. Genau das. Ah, Sache Autoöl sagen. Jeder weiß, was du meinst. Ja, aber es heißt eigentlich aber Motoröl. Es gibt halt mehrere Öle. Getriebe, in der Lenkung. Ja. Bremsöl. Wie stark sind denn deine Schmerzen? Von 1 bis 10. 5. Tendieren 6 oder tendieren 4? Tendieren genau 5. Genau 5, okay. Dann gebe ich dir eine Ibu 600, bitteschön. Oder habe ich sie ihm jetzt gegeben? Also ich habe nichts... Warte, ich gehe einfach zur Seite, aber ich habe nichts bekommen. Aber... Doch, einer von euch hat was bekommen. Ich habe nichts. Ich schwöre, ich habe nichts. Einer von euch, Ben, hat aber bekommen. Dann müsste es er sein, weil ich habe nichts in meiner Hose. Ich habe auch nichts in der Tasche. Also nichts, was nach Medizin aussieht. Ibuprofen 600. Ich habe Burger. Ich habe Sprudel, Pommes, Kaffee. Meine Kappe. Okay. Schlüssel. Okay. Nevermind. Jetzt will ich jetzt eine danke. Bitteschön. Oh. Ich habe gerade unseren Fuhrpark ein bisschen umgeparkt. Ist so langweilig. Ist dir so langweilig? Nö, ich finde den RTW einfach hübscher da vorne. Und dann und daneben das neue Fahrzeug sieht auch geiler aus. Was zum Henker ist... Ein Feuerwehrauto. Yep. Da, da, wo ich da, da. Entschuldigung. Ist nice. Ab morgen bieten wir den kostenlosen Autovision an. Das macht Scheibenauer kaputt, ja. Genau, aber das vorher bitte so viel nicht Druck drauf. Ja, genau, abkleben. So, vorher so Plexiglas oder so davor machen, irgendwas, was nicht spricht. Ja, der Druck ist schon übel. Also, ich habe mal so kurz unten auf mein Auto gesprüht. Ja. Ja.
Es geht aber. Mein Auto ist ein bisschen nach hinten gerutscht, trotz angezogener Handbremse. Genau. Ich so, okay, das lassen wir dann mal. Ja, also ich habe es schon erlebt, dass jemand in der Werkstatt so ein Werkzeug, ein Werkstattmitarbeiter hat gemeint, der müsste mal die Knöpfe drücken. Da war das wie hier bei jetzt beim ACLS, diese Scheibe zwischen Büro und, also Anmeldung ist eine Werkstatt, ne? Mhm. Da hat er die Scheibe durchgehauen damit komplett. Uff. Vorne die Anmeldung war gewaschen, also. Ja. Das geht. Und da hat auch hier. Ich habe halt mal gerade in unser Fuhrpark geguckt, was da so alles drin ist. Ich frage mich nur, wie ich die Fahrzeuge wieder reinpacken kann. Schwierig. Genau gleich. Mhm. Ich kann dann dort nur ausparken, sagt er mir. Auch. Wenn du ranfährst? Das habe ich noch nie probiert. So, kann ich nicht mal machen. Ich glaube, du musst dann das Auto angucken und dann. Ja. Ah, okay. Das habe ich noch nicht probiert. Okay. Dann gucke ich gleich das Auto an. Braves Auto. Drumherum gehen, ob es zu ist, quasi, und dann. Juju. Ja, ja. So. Dann muss ich da hin und dann. Ja, der Krankenwagen sieht ja auch schöner aus. Der ich passt danke dir, Miu. Das ist alles. Ne, wir haben wenn alles, der sich auch gut anlässt, dann besser. Das Rote ist ja auch cool für FD. Ja, gut, wir sind halt. Wir sind halt das MD FD und FD. MD. Genau, ja, genau. Ja, so ist das ja auch. Danke dir, Miu. Kein Problem, Liebes. So, dann. Let's go. Wir zum ACLS. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüssi, bis irgendwann, morgen oder so. Wow. Nee, morgen bin ich nicht da. Okay. Also morgen kein Aua machen. Nein, ich muss morgen zur Nachkontrolle zum Moment. Also nur weil ich jetzt hier nicht da bin, heißt nicht, dass meine Kollegen nicht da sind. Ne? Also, ja, das ist ja richtig. Oh. Ich bin erst Sonntagabend wieder da. Okay. Das ist jedes Wochenende so. Dann ziehst du die Nachtschicht wieder durch. Von Freitag auf Samstag? Ja. Von Samstag auf Sonntag? Nein. Von Sonntag auf Montag? Ja. Sonntag auf Montag, dann ja. Sehr gut. Es gibt genau, also ich mache genau zweimal in der Woche keine Nachtschicht. Von Donnerstag auf Freitag und von Samstag auf Sonntag. Ja. Okay. Und wenn ich das mal tue, dann sind es Ausnahmen. Okay, okay. Ja, okay, let's go. Okay, okay. Danke, Miu. Tutu. Tipp, tipp, tipp. Perfekt. Und ist der Fahrersitz bequem? Mhm. Ach so, ja, total. Nur ein bisschen eng, weil deine Beine sind kurz. Also